Die Jesuitenkirche in Mindelheim bietet den wohl besten Rahmen, den man sich für die Verleihung des Lukaspreises vorstellen kann. Nachdem die Jesuiten vor knapp 400 Jahren die erste Krippe in ganz Schwaben hier aufgestellt haben, bringt diese Tradition auch heute noch viele Menschen zusammen. Tradition und Innovation treffen sich hier, sagte Landrat Hans-Joachim Weirather bei seiner Würdigung. Mit insgesamt 107 Kunstwerken wurden in diesem Jahr mehr Arbeiten denn je eingereicht. Die Bandbreite ist auch ganz groß und das war auch unsere Absicht, zu zeigen, es gibt die herkömmlichen Zugänge, wie eben in der Religion auch, jeder findet seinen Zugang zu Gott. Es gibt die herkömmlichen Zugänge mit dem üblichen Krippel, wie wir bei mir daheim in Oberbayern sagen, mit der wunderbaren Landschaft, wo ich einfach davor stehen möchte und sagen möchte, da möchte ich jetzt bleiben. Und es gibt die ganz ungemütlichen Werke, die mich selber zutiefst in Frage stellen und mich dann erschauern lassen fast und fragen lassen, kann ich Weihnachten denn überhaupt noch so gemütlich feiern, wie ich das bisher getan habe? Oder muss ich nicht mich auch aufmachen? Denn Weihnachten ist eine brisante Botschaft und das geht aus vielen, vielen, vielen dieser Werke hervor. Gewonnen hat den Lukaspreis Michael Vogler aus Gnadenberg bei Immenstadt. Bei seiner kurzen Dankesrede bezog er sich auf Robert Schumanns Worte, der Künstler solle Licht in die Herzen der Menschen senden. Und das hat er mit seiner Arbeit ganz offensichtlich getan. Willkommenskultur, Asyl für die Heilige Familie, heißt sein Werk, das bei der Jury am besten ankam. Die Heilige Familie hat Vogler mit der Kettensäge aus Lindenholz herausgearbeitet. Sie steht auf einem Koffer, mit dem Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Sudetenland zum Hof von Voglers Eltern geflüchtet sind. Für mich war das Ziel einerseits Flucht der Heiligen Familie, das, was unsere Vorfahren erleben mussten, Flucht, dann die Flucht der heutigen Flüchtlinge. Aber ich bleibe nicht bei dem stehen und möchte schon gar nicht auf der Mitleidswelle herumreiten. Dafür ist es viel zu ernst, das Thema. Sondern für mich ist das Ziel, dass wir unseren Glauben und ich meinen Glauben versuche, dass man es mehr ins Gespräch bringt, die Hoffnung, die wir haben als Christen, auch die Kraft des Gebetes, die bei mir auch eine Rolle bei der Arbeit spielt. Wie unterschiedlich sich die Künstler mit der Weihnachtsgeschichte auseinandergesetzt haben, vermittelt die Ausstellung in Mindelheim eindrucksvoll. Sogar ein Comic mit der Weihnachtsgeschichte ist zu sehen. Er endet ebenfalls mit dem Thema Flucht. Die Heiligen Drei Könige stehen am Ende ihrer Reise vor einer Zeltstadt. Der Raum für Interpretationen ist bei nahezu allen Krippendarstellungen groß. Ganz anders als der Platz für die Kunstwerke. Denn das eigentliche Krippenmuseum wird derzeit renoviert, sodass die Präsentation in diesem Jahr eine echte Herausforderung war. Im Oktober kommen die Arbeiten und dann haben wir eigentlich nur noch wenige Wochen Zeit, ja, die Arbeiten zu arrangieren, daraus eine schöne Ausstellung zu machen. Und das ist nicht ganz einfach, weil wir einfach auch gucken müssen, passen die Dinge thematisch zueinander. Die Ästhetik muss stimmen, dass die Objekte sich gegenseitig nichts wegnehmen. Und ja, am Ende kommt dann eine schöne Ausstellung heraus. Davon haben sich am Eröffnungsabend viele Besucher selbst ein Bild gemacht. Die Kunstwerke sind im Ausstellungsraum in verschiedenen Kategorien zu sehen, zum Beispiel zeitgenössische Werke oder ganz abstrakte Darstellungen der 2000 Jahre alten Geschichte. Den Förderpreis hat die Schnitzkunstarbeit mit dem Titel Kuppel gewonnen. Ich wollte was darstellen, also das Weihnachtsgeschehen eigentlich, das auf den Punkt bringt, einfach das Geborgene und Geschützte und das Warme einfach und das eben durch die Kuppel. Josef, Maria und die Könige sowie einige Schafe, Ochs und Esel zustande kommt und das Wesentliche eigentlich im verborgenen und im geschützten Raum ist quasi. Das war so der Grundgedanke des Ganzen und so ist es eben die Halbkugel geworden, an der sich alle drängeln und versuchen einen Blick auf das Allerheiligste quasi zu erhaschen. Der Lukaspreis ist auch 20 Jahre nach seiner Einführung aktueller denn je. Und dem Anspruch, die 4 Jahrhunderte alte Krippentradition in Mindelheim lebendig zu halten, ist er auch 2015 gerecht geworden. Falls Sie sich die Krippen in der Ausstellungshalle der Museen im Kolleg ansehen wollen, sie ist noch bis zum 7. Februar geöffnet.